Wir bekommen ein immer besseres Bild davon, wie schwer wirklich dieser Wirtschaftseinbruch ist. Vor allem im zweiten Quartal werden wir den stärksten Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Aber es gibt auch positive Zeichen. Wenn man sich ein bisschen mehr aktuellere Daten anschaut, wie zum Beispiel die Google-Mobilitätsdaten, dann sieht man, dass vor allem in Deutschland die Mobilität, die sozial-ökonomische Mobilität seit den Lockerungsmaßnahmen wieder anzieht und wir mittlerweile so Ende Mai bei 80-85% der Wirtschaftsleistung wieder sind. Also es geht deutlich auch bergauf. Für das Gesamtjahr 2020 gehen wir immer noch davon aus, dass die Wirtschaft mit irgendwo 6 oder 7% schrumpfen wird. Das Positive ist, die zweite Jahreshälfte wird deutlich wieder anziehen, aber aufgrund der Tatsache, dass wir 10 Millionen Menschen in Kurzarbeit haben, dass wir auch deutlich sehen werden, dass Unternehmen in Problemen sind, wird es so sein, dass die wirtschaftliche Leistung in Deutschland erst 2022 wieder auf dem Niveau von vor der Krise sein wird. Damit sind wir eigentlich immer noch gerne relativ gut positioniert, denn andere Länder in Europa werden wahrscheinlich bis weit ins Jahr 2023 brauchen, bis sie wieder auf dem Vorkrisenniveau zurück sind. Auch wenn die Hauptaufgabe aktuell bei der Fiskalpolitik liegt, um Wachstum zurückzubringen, wird die Europäische Zentralbank Anfang Juni ihr Anleihenkaufprogramm nochmal aufstocken. Warum? Weil eigentlich der Druck von den Richtern aus Karlsruhe dafür gesorgt hat, dass man lieber jetzt nochmal dieses Programm, was gemacht wurde, um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, das kann ich jetzt nochmal aufstocken und habe dann, würde ich mir auch Zeit gekauft und Ruhe gekauft, um es dann irgendwann im Jahr 2021 langsam auslaufen zu lassen.